Spuck, alle wollen meine Daten haben, aber die bekommen die nicht. Denn ich habe mir eine Datenschutzburg gebaut. Und ich habe einen Wachhund. Kindgerecht wurde das Thema Datenschutz in der Kika-Sendung Timster am 29. Januar aufbereitet. Im Anschluss beantworteten Expertinnen im Livestream konkrete Fragen der Kinder, hackten ein Smartphone und klärten über sichere Passwörter auf. Damit auch die Eltern Bescheid wissen, gibt es zusätzlich ein Angebot für Erwachsene, in dem die Themen der Sendung aufgegriffen werden. Für den WDR nimmt uns Multimedia-Reporter Dennis Horn mit in seine digitale Welt. Was sind denn so im Moment die Gefahren, von denen Sie sagen, da muss ich als Nutzer vorsichtig sein, das erwartet mich im Netz? Fachleute beantworten ihm Fragen nach Gefahren im Internet. Er lässt die Apps auf seinem Smartphone testen und findet heraus, wie sie ihn verfolgen. Ihm wird erklärt, welche Daten bei einem öffentlichen WLAN mitgelesen werden können oder was sein Fernseher alles über ihn weiß. All dies in einer übersichtlichen Pageflow-Reportage mit Links zu weiterführenden Materialien. Freunde finden, chatten, andere an Ereignissen teilhaben lassen. Soziale Netzwerke üben auf Kinder eine große Faszination aus. Im Medienkompetenzspiel Unite können Schüler im Unterricht alle Funktionen eines sozialen Netzwerks ausprobieren, werden aber auch auf die Gefahren hingewiesen. Sie müssen Bots erkennen und melden oder ihre Privatsphäre-Einstellungen verwalten. So können die Kinder in einem geschützten Raum Erfahrungen sammeln für die große, weite Social-Media-Welt. Rechtsbelehrung. Alles, was Sie jetzt hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Im Podcast Rechtsbelehrung geht es um Linkhaftung, Social Bots oder Spionpuppen im Kinderzimmer. Es gibt ein Gesetz, das sogenannte Minispione verbietet. Die schon über 40 Folgen werden von weiterführenden Informationen und Links ergänzt. So gibt die Rechtsbelehrung nicht nur konkrete Tipps zum souveränen Umgang mit dem Netz, sondern vermittelt auch Verständnis für die zugrunde liegenden juristischen Konzepte.